Hallo Freunde, willkommen zurück. Heute geht es Sodiarche an den Kragen. Ich werde mein Team behalten, sprich Vaan, Balfir und Penelo. Penelo heilt, wie bekloppt. Balfir kann ich jetzt die Gambit Levitega ausstellen. Hastgar mache ich mal so. Also Sodiarche ist, wie alle anderen Esper, natürlich auch wieder ein kleines Arschloch. Sodiarche hat eine Spezialattacke, nennt sich Neka. Und Neka bewirkt, dass ihr zum einen Schattenmagie abbekommt, und das nicht wenig, und zum anderen, dass diese Attacke eure Leute insta-killen kann. Also unabhängig davon, was ihr tragt, ob ihr volle HP habt oder nicht, ob Penelo eine schwarze Maske trägt, die Schatten absorbiert, ist dieser Attacke auch scheißegal. Insta können auf einmal alle drei Leute wegwichsen. Gut, was ich definitiv machen werde, ist, ich ziehe Penelo als meine Heilerin den die Duplikette an. Und ich glaube, das mache ich mit allen. Ja, das mache ich mit allen. Das ist nie verkehrt. Duplikette, Duplikette. So, dann kannst du nochmal heilen. Sehr schön. Und, ja, ich habe blöderweise nur einen Charakter, dem ich die schwarze Maske anziehen kann. Das ist halt Penelo. Ich habe, glaube ich, auch nur eine, oder? Habe ich noch eine? Weiße Maske, schwarz. Ja, ich habe nur eine. Das ist dann halt Pech. Also Neka wird auf jeden Fall Balfir und Vaan treffen, also mit Schaden. Und ob sie dann insta gekillt werden, bleibt dem Zufall überlassen. Ja, ansonsten gebe ich Penelo noch eine Gambit für Bann. Denn das Vieh bufft sich ganz gerne mit allem möglichen Scheißdreck. Und ja, ihr werdet dann gleich im Kampf bemerken, dass der Kampf richtig lange dauern kann. Warum, erzähle ich euch dann gleich. So, ich denke, ich bin relativ gut vorbereitet. Wir haben Protes, wir haben Valgar, wir haben Hastgar. Ich werde aber auch noch Courage und nochmal Courage an Vaan verteilen. Dann können die einfach ein bisschen kloppen, ne? So. Auf in den Kampf. Das Ding sieht so unscheinbar aus und so klein, so zierlich, so gar nicht böse oder sowas, aber das Ding hat es richtig drauf. Also nach Hiasmat Ultima ist das, glaube ich, der drittstärkste Gegner im Spiel. Ja, schaut einfach mal zu. Da kommt schon Neka. Das ist eigentlich Standard bei ihm, sofort, wenn der Kampf beginnt. Erstmal alle wegklatschen, sonst bin ich gespannt, wer überlebt. Nur Balfir. Das ist echt der Knaller. Also werde ich auf jeden Fall Balfir noch eine Gambit geben für Phönixfeder. Auf jeden Fall auf Penelo, weil die dann halt Steinstufe 4. Also alle Stufen dürften jetzt eigentlich nicht mehr funktionieren. Achso, und Blind verursacht dieses Ding auch. Das bedeutet, ich könnte eigentlich Redders die Gambit geben, weil der mir eh auf den Sack geht. Ein Gefährten Augentropfen. Der hat selbst nichts zu tun. Und nochmal. So, Exile bedeutet, das Ding bufft sich mit allem möglichen Scheißdreck. Jetzt müsste Penelo eigentlich, da das Ding auch Protest auf sich hat, den Bann zaubern. Tut es aber nicht. Warum nicht? Weil das ganz am Ende steht. Ich voll Idiot. So, bitteschön. Zack. So, und gleich nach ein paar, ja, kurz vor Ende werdet ihr bemerken, ihr seht, Schildwechsel. Oh! Oh!
Okay. Ich würde sagen, das ist mein, glaube ich, bisher kürzestes Video, wo ich dachte, oh, das geht auch bestimmt 30 Minuten oder so. Da haben wir so die Asche schon im Sack. Also, ihr habt's gesehen, das Ding hat Schildwechsel ausgeführt und Schildwechsel bedeutet, das Ding, macht sich, oh Gott, ich bin völlig sprachlos gerade, Entschuldigung. Das Ding, ist immun gegen alle möglichen Attacken, sprich physisch, magisch, also wechselt immer hin und her. Und jetzt habe ich, also, boah. Hui! Ja, ihr seht, jetzt sind wir wieder hier. Leck mich am Arsch. So, ich laufe mal kurz zurück und gucke, ob ich jetzt noch die Großrüstung, also bei meinem Glück, muss ich hier wirklich nochmal durchrushen durch diese, durch dieses Gebiet. Du machst wieder Levitega, bitte. Hui! So. Ich komme aus dem Lachen nicht mehr raus. Gut. Eine Kiste. Splitterscheiße, okay. Ja, leck mich am Arsch, da. Mag jetzt eventuell am Seitengrad gelegen haben, aber ich habe ja auch Sonnenschwert und Doxalanze. Deswegen. Heidewitzka! Ach, du kommst mal ganz nach unten. Das ist ja mal. Ne? Ja. Was haben wir hier? Oh, hier liegt was. Was ist denn das? Ein leuchtendes Etwas. Untersuchen wir natürlich. Wow, zwei Final Exterior. Ja, geil. Das ist ja mal was. So. Ich bin wieder unterwegs hier und durchsuche alle möglichen Nischen und. Also ich muss auf jeden Fall in die Nische zurück mit der Großrüstung. Da laufe ich jetzt mal als allererstes hin. Was ist denn hier? Ein Schatten. Ja komm, zeig dich doch, du Arschloch. Ey, ich habe so die Arche noch nicht mal eine Minute geschlagen. Ich verdiene hier ein bisschen. So, was bist du? Gell. Okay. Ich krieg das nicht auf die Reihe, Freunde, ey. Ach, geil. Ach ne, hier bin ich falsch. Boah, ich bin völlig hirngefickt gerade. Das ist ja mal was. So, geht's hier weiter? Jawoll. Ach, ey. Puh. So. Da habe ich so lange für die scheiß Doxalanze gebraucht. Ich bereite mich auch wie wild vor auf diesen Kampf und dann zack. Nö. So, die Arche hatte keine Lust auf mich. Oh, was? Nee, das war nur so ein komischer Eimer hier. Aber hier irgendwo gibt es noch, glaube ich, eine Schatztruhe. Da hinten ist noch was. Doxalanze, Sonnenschwert. Entschuldigung, ich habe gerade gesehen, das war Seelenpuder. Was ich gerade da bekommen habe. Und nicht, was habe ich eben gesagt? Seelentau oder so. Nee, was? Nee, weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall bekommen wir von diesem Vieh hier Seelenpuder. Da ist es. Von Etemus. So rum war es. Da war wieder Seelenpuder. Zweimal. Wieder ein Splitter. Okay. So, jetzt ab zur Nische. Ich hoffe, dass die Kiste wieder erscheint. Jawohl, da ist sie. Ich ziehe jetzt mal das Diamantreif an. Mal gucken, ob ich da vielleicht was Besseres rausziehe. Ergo, Großrüstung. Jetzt hör doch auf zu heilen, Mädchen. So, Diamantreif. Gil, scheiße. Okay, gut, ich, auf jeden Fall, ihr wisst, wo die Kiste ist. Die ist hier. Ich werde mir irgendwann hier die Großrüstung rausziehen. In dieser Nische, wo ich gerade stehe, findet ihr sie. Zu wie viel Prozent weiß ich leider nicht. Aber ihr müsst dann einfach nur hier hochlaufen, Spezialwerkstatt und wieder in die, in den Spezialstollen rein. Und dann bekommt ihr die Großrüstung. Ich laufe jetzt hier offscreen nochmal durch. Vielleicht auch mehrmals. Mal schauen, was ich hier finde. Was ich hier finde und wo ich es finde, sage ich euch dann
beim nächsten Mal. Ich denke, beim nächsten Video werde ich mit der Story weitermachen. Sprich, wir treffen uns dann wieder im Richtfeuer. Weil ich gerne Reddas weghaben möchte, der dann nach dem Richtfeuer auf jeden Fall nicht mehr dabei ist. Warum, erfahrt ihr dann. Und weil ich auch weitermachen möchte mit meinen Mobs. Deswegen, Richtfeuer bringen wir das nächste Mal hinter uns. Und zwar komplett in einem Video. Ja, bedanke mich bis hierhin fürs Zuschauen und noch einen schönen Tag für euch. Bis dahin, ciao, tschüss.